Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für Montag, den 8.8.2022. Und der Freitag war ziemlich klebrig. Unser DAX hat sich ja, ein bisschen auf der Stelle verfangen, verklebt, verschmottert, verbatscht. Wir sind ein bisschen tiefer gegangen, Richtung 13,45, haben die 45 noch gar nicht erreicht. Das sollte ja nochmal kleine Supportmarke werden, unterhalb der, was hat man oben? 6,50, ne? 6,50 und 45, dass man unsere Supportmarken von oben kommt. Also der Rücklauf quasi noch nicht mal auf der zweiten Station angekommen, ist jetzt schon fast den zweiten Tag aktiv, kann man sagen. Und damit ist das erstmal noch als relativ flaches seitwärts zu werten. Das heißt, ihr könnt jetzt zum Montag durchaus mal probieren, wieder ein bisschen nach oben, naja, ein bisschen, vielleicht mal ein neues Hoch zu probieren. Der muss da jetzt noch nicht rausrennen, ne, wie so ein Irrer. Aber vielleicht mal so kurz drüber starken, eine 800 abholen, vielleicht eine 810, 8,65 und dann erstmal wieder ein bisschen zurück hier in diese Vortageskerzen rein. Das würde eigentlich zum Montag ganz gut stehen. Dafür müsste aber mindestens die 13.700 nach oben rausnehmen. Ja? Ohne dass wir eine 13.700 von oben sehen, brauchen wir nicht zu viel Fantasie auf der Oberseite entwickeln. Sollte denn nämlich hier jetzt, so wie die letzten Tage, ja, wo es dann auch immer ein paar Tage gedauert hat, hier noch was hinten dran hängen, geht das erstmal noch weiter. Das heißt, unterhalb von 13.700 hätte ich durchaus eher noch ein bisschen weiteres Rücklaufpotenzial. Ich würde mir vielleicht die ersten 2 Stunden im DAX erstmal angucken und dann gucken, okay, liegt er über 13.700, drückt er doller nach unten, drückt er eher nach oben. Und wenn er mir unter 13.700 nach, ich sag mal 10 Uhr nach 11 Uhr liegt und er tendiert nach abwärts, dann würde ich ihn schon noch ein bisschen geben. Das kann eine 45 werden, das kann aber auch eine 450 werden. Es würde ihm beides gut stehen. Auch eine 400 wäre legitim, ja. Auf jeden Fall hätte er dann noch Platz für einen Rücklauf. Ja. Also, es sieht jetzt recht flach aus. Wir können auch in 2 Stunden eben noch reingucken. Da sieht man es auch, wie flach das aussieht. Ist schon wieder deutlich eher Flaggencharakter, so wie die letzten Male hier das und auch das und das. Schon fast bekanntes Muster. Sollte demzufolge nach eher nach oben lösen. Darf sich aber nach hinten raus verlängern, wie es möchte. Ne? Also, wenn er hier noch einen Arm hinten rankommt, wäre das jetzt kein Beinbruch. Sieht allerdings so schon eher aus wie, ja, jetzt kriegt man eher so nochmal über die 13.800 kurz drüber. Aber ich möchte dafür auch über 13.700 sehen. Ja, das wäre mir soweit wichtig. Punkt. Das ist es. Die Marken haben wir durch. Größere übergeordnete Marke wäre erst wieder die nächste 13.960. Sollte richtig die Dynamik nach oben entfalten. Und ja, unten wird es kritisch, wenn ja, so 3.30 dann bricht. Ne? Wenn das letzte markante Tief fällt. Dann würde sich eine Trendumkehr einleiten von dem Tief weg hier. Und dann könnte auch schon mal noch ein ganzes Stück runter, Richtung 12.800 sogar. 13.000, 12.800. Aber soweit ist es noch nicht. Brauchen wir jetzt noch nicht drüber reden. Ich versuche jetzt bloß noch irgendwas Sinnvolles von mir zu geben, was ich geben kann. Aber wenn es nicht mehr gibt, dann gibt es nicht mehr. Also konzentrieren wir uns auf 13.700 drüber. Ihr Platz nochmal auf ein neues Hoch in die 13.800 rein. Bleibt er tiefer, darf ich hier gerne noch eine Verlängerung bringen. 45 wäre mal noch nett. 450 auch eine Idee, 400 ist auch legitim. Also gucken wir mal. Ne? Sobald die 13.700 überboten wird, klingt das nach Trendfortsetzung und dann kann er wieder oben weitere Punkte holen. Ich mache deswegen jetzt hier schon zu, wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.